Ey, yo. Jo, was los? Warum rufst du an? Ich habe eine Frage. Nimmst du dir auch am Tag davor immer viel, mega viele Sachen vor, die du dann am dem nächsten Tag überhaupt nicht machst? Ja, immer so nervig. Und da dachte ich mir, muss es doch eine Lösung geben. Deswegen habe ich 24 Stunden nach Plan gelebt. Das heißt, ich habe am Tag davor alles genau aufgeschrieben, wann, zu welcher Uhrzeit ich das mache und bis wie lange. Und dann am nächsten Tag genauso gemacht. Also noch eine Runde mit den Boys oder so. Ist schlecht, denn wenn ich um 12 Uhr sage, ich mache aus, muss ich auch um 12 Uhr ausmachen. Wie das Ganze geklappt hat, seht ihr heute in diesem Video. Viel Spaß! So, ich bin jetzt aufgewacht und es ist jetzt 9.12 Uhr. Und da das ganze Experiment ja um 9.30 Uhr losgeht, muss ich jetzt erstmal noch 15 Minuten warten. Voll cool. Die Minuten vergehen ja gerade auf jeden Fall wie Stunden. Das war jetzt aber auch die längste halbe Stunde, die ich hier aushalten musste. Ich stehe jetzt auf. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt Fernsehen geguckt und mich danach angezogen. Es ist jetzt 11.23 Uhr, also müsste es eigentlich genau in dem Zeitplan eingehalten sein. Ich sehe sogar, ich bin sogar noch vor dem Zeitplan, also ich habe jetzt noch 5 Minuten dann, habe ich gedacht, nehme ich dann mein Video gleich auf. Und ich finde es auf jeden Fall krass, wie ich wirklich diesen Zeitplan immer einhalten möchte und auch, wie ich gerade schon produktiver bin. Ich meine, es ist 11.25 Uhr und normalerweise, keine Ahnung, kann ich froh sein, wenn ich um 12:30 überhaupt aufgestanden bin. Und ja, ich war wirklich viel produktiver. Denn in diesen 5 Minuten, wo ich noch warten musste, habe ich dann einfach mal eben mein Bett gemacht. Oder bin ich das? Das bin wirklich ich, ne? Ja, ich mache da gerade mein Bett. Krass. Ich habe das Video jetzt aufgenommen. Es ist jetzt in 2 Minuten 12 Uhr. Ich hänge ein bisschen mit dem Zeitplan hinterher. Ich würde einfach sagen, ich mache jetzt Hausaufgaben und lerne, bis das Essen fertig ist. Das kann vielleicht auch später sein als 13 Uhr, dann verschiebt sich der Zeitplan natürlich ein bisschen weiter nach hinten. Das Ding ist halt nur, ich hätte das Video, was ich aufgenommen habe, wahrscheinlich schon längst fertig gehabt, hätte ich nicht das ganz normal aufnehmen müssen, weil ich das Mikrofonkabel nicht reingesteckt habe. Der Profi, Digga! Der Profi! Aber ich merke halt auch irgendwie, wie ich immer diesen Ansporn habe, diesen Zeitplan wirklich einzuhalten. Das ist echt krank und ich habe bis jetzt auch schon mehr gemacht, als ich sonst machen könnte. Ich sage ja, es ist halt gleich 12 Uhr. Da würde ich normalerweise immer noch im Bett liegen. Also, es ist schon echt krank. Dann habe ich also gelernt, kurz Ausschnitt davon. Mann, warum ist Photosynthese auch so ein geiles Thema? Und meine Hausaufgaben gemacht. Und eigentlich mache ich das nämlich gar nicht am Wochenende. Nur ich dachte mir nur, wenn ich mir schon sage, dass ich 24 Stunden nach Plan lebe, dann mache ich es auch sehr produktiv. Und ja, ich war tatsächlich nicht zu faul dazu und habe gedacht, komm, ich gucke jetzt eine Runde YouTube oder TikTok oder irgendwie sowas. Nein, ich habe es gemacht. Nur, dass ich Chemie noch machen muss, lasse ich noch außen vor, okay? Okay. Es ist jetzt 13.37 Uhr. Und ja, eigentlich müsste ich noch essen. Ja, wie ihr seht, esse ich nicht mehr. Ich bin vorhin fertig geworden. Habe dann jetzt noch ein bisschen gelernt, dass ich meinen Zeitplan ja ein bisschen verschoben hat. Dadurch, dass ich länger gebraucht habe zum Video aufnehmen. Jetzt will ich aber auch mal sagen, mache ich mal wieder den PC an. Und ja, ich muss jetzt ein Video schneiden. Und zwar für eine Ersatzleistung für Politik. Das muss ich tatsächlich morgen fertig bekommen. Deswegen hoffe ich mal, dass ich damit jetzt sehr schnell fertig sein werde. Also ich habe jetzt erstmal ja 2 Stunden dafür eingeplant. Mal gucken, ob ich das schaffe, aber ich glaube eigentlich schon. Ich bin jetzt erstmal, würde ich sagen, fertig mit dem Video. Es ist jetzt gerade 14.59 Uhr. Theoretisch habe ich noch 40 Minuten eingeplant dafür. Ich habe auch noch einen Erdkundefilm. Den muss ich aber erst in einer Woche abgeben ungefähr. Vielleicht setze ich mich da jetzt noch dran. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Naja, zwischendurch dachte ich mir dann schon, das ein oder andere Mal, gucken wir doch mal bei YouTube rein. War ich einfach mit dem, was ich gemacht habe, schon fertig war, aber deswegen finde ich das jetzt auch nicht schlimm, weil ich ja das andere schon fertig hatte. Und da fährt der PC gerade runter. Ist jetzt 15.40 Uhr, laut Zeitplan müsste ich jetzt für so 40 Minuten oder sowas raus, glaube ich. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt auch. Ist, glaube ich, auch mal eine ganz gute Pause nach dem ganzen Schneiden. Ich liege auf jeden Fall sehr im Zeitplan und ich merke auch, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, so immer seinen Tag so durchzuplanen. Trotzdem, finde ich, fühlt es sich nicht so richtig nach Wochenende an, wenn man nichts so spontan machen kann. Aber ja, mehr dazu zeige ich dann euch noch auch im Fazit. Danach bin ich dann nach draußen gegangen, hier ein kurzes Bild von irgendeinem Feld, damit es so aussieht, als ob ich da war, aber ich habe nichts gefilmt. Und dann habe ich mal wieder gelernt, hier auch ein kurzer Ausschnitt davon. Geiles Thema. Es ist jetzt 17.10 Uhr, ich war ja vorhin draußen und dann bin ich auch genau pünktlich zum Lernen hier wieder hingegangen. Ich habe jetzt noch 5 Minuten, dann gehe ich wieder an den PC. Ich werde mal gucken, wie es dann noch heute Abend ist, denn ich habe nämlich mir auch ein Workout geplant.
Und normalerweise mache ich eigentlich nicht so oft diese Workouts. Dann habe ich also, wie ihr hier gerade seht, mein Video geschnitten. Ihr könnt auch sehen, wie zum Beispiel hier war ich auch mal kurz auf Minecraft. Dachte ich mir so, ja, könntest du ja mal versuchen. Aber ich habe mir dann doch gedacht, komm, fürs Experiment machst du das jetzt mal nicht. Und auf dem zweiten Monitor hatte ich auch hin und wieder mal YouTube offen. Dann habe ich übrigens gegessen und danach dann Schlagzeug gespielt. Hier einmal ein kurzer Ausschnitt. Ich weiß, ich bin sehr, sehr gut da drin. Es ist Ironie, okay? Und ja, dann sollte ich ja eigentlich mein Workout machen, nur das sah dann ein bisschen anders aus. Eher so. Jo, Sascha, mach weiter. Statt dann dieses Workout zu machen, bin ich dann um 19.20 Uhr auf den Discord gekommen und da ein bisschen gequatscht, Games gespielt, was man halt so macht, ne? Der PC ist jetzt aus, es ist jetzt 21.32 Uhr, also wieder passend, ja okay, 2 Minuten zu spät, zum Zeitplan den PC ausgemacht. Ich hole jetzt noch eine halbe Stunde YouTube und dann war es jetzt auch mit diesem heutigen Tag. Es ist jetzt um die 22 Uhr, ich weiß, das Fenster ist noch offen, das mache ich gleich zu. Es war auf jeden Fall ein krasses Experiment und ja, es hat mir im wahrsten Sinne des Wortes den ganzen Alltag gekostet, aber den Rest. Und das Fazit seht ihr dann jetzt. Ich fand wirklich, es war ein crazy day. Nur das Ding ist halt, ich würde es nicht nochmal machen, weil es halt alles geplant war und es kein Wochenende war. Es war nicht spontan. Und ich glaube, genau das mögen wir alle sehr am Wochenende, dass man ein bisschen spontaner mal sein kann und nicht alles durchgeplant hat. Und so Sachen wie Essen, Schlagzeug spielen oder so, das braucht man doch nicht planen, finde ich. Das kann man dann irgendwann machen, wann man es möchte. Sowas machen wie, wann man sein Video schneidet, weil man es am nächsten Tag abgeben muss oder so. Finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee, aber der Rest muss für mich, finde ich, nicht sein. Und vom Aufstehen wollen wir gar nicht reden. Ich glaube, wenn man die Zeit hat auszuschlafen, dann sollte man, glaube ich, nicht sich einen Wecker stellen. Nur wegen so einem dummen Zeitplan oder so. Das war mein Fazit. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Nächste Woche kommt ein sehr, sehr krasses Video. Aber jetzt will ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja. Hey, Janis, das Tschüss fehlt. Komm, mach es jetzt. Nein, ich sag jetzt nicht Tschüss. Ich habe auch nicht die Begrüßung gemacht. Dann mache ich jetzt auch kein Tschüss. Weißt du eigentlich, was für ein Hate das sich aufziehen wird? Ich mach das nicht. Nein. Nee. Nee. Und wenn es das Letzte ist, was du machen wirst? Das ist mir tatsächlich komplett egal. Wenn ich die Begrüßung nicht mache, dann darf es auch keinen Tschüss geben. Nein. Boah, ey, aber wie soll das Video denn jetzt enden? Soll ich jetzt einfach den Abspann reinmachen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ach komm, Leute. Ich mache jetzt erstmal aus. Ciao. Ach Mann, jetzt habe ich es doch. Ach komm. Tschüss.